Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahme von Trove, einem MMO von Glyph. Das Ganze ist ähnlich wie Cube World und das ist die Open oder Closed Beta. Auf jeden Fall habe ich einen Key von Playmassive bekommen, danke dafür. Und mit dabei sind einmal die Pyro. Hallo. Also Lisa und der Sixstream, der Kai. Hallo. Schüchtern. Und die sind beide hier so drin und Lisa wird mich jetzt so komische Internet-Tests fragen. Und ich versuche die nebenbei zu beantworten. Wir sind hier nämlich im Tutorial-Level und ich bin ein Skelett mit Afro. Oh, sexy. Ja, ich finde Afros cool, deswegen. Echt? Du hast ja auch einen? Hust. Ja, natürlich. Okay, sieht ja cool. Wirklich ausgezeichnet. Okay. Ja. Cool, bereit für den ersten Test? Ja, warte kurz, ich muss hier gleich im Tutorial durch Lava schwimmen, das ist ziemlich cool. Ja, geheilt. Was haben wir hier? Kann ich wieder aufladen, alles klar. Du musst kurz... Press Tab to switch between Adventure Mode und Build Mode. Okay, da kann ich umbauen. Ah, okay. Okay, oder? Build Mode. Ah, ich hab mich verbaut. Muss ich jetzt hier bauen, oder was? Nein. Hep. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast keinen Bock mehr. Nein, deine Treppe geht mir tierisch auf die Nerven. Das tut mir leid. Ihr müsst wissen, die spielen nebenbei noch Minecraft und. Naja, jetzt spielt nur noch Minecraft. Und die verzweifeln an meinen Bauten. Ja, die sind echt schlimm. Sie sind halt etwas umfangreicher. Etwas, ja, ein bisschen. Tapfer das, ne? So. Tja, dann leg mal los. Ja. Bereit, ja? Ja. Den mache ich nicht als erstes. Also, was ist deine Farbe? Gelb, Orange und Rot? Lieber alle Farben? Türkis oder andere Blautöne? Grün? Lila oder Pink? Also ich soll jetzt sagen, was meine Farbe ist, ja? Ja, genau. Schwierig, grün würde ich sagen. Also Türkis oder andere Blautöne? Grün. Wähle ein Wort. Blubberblasen, Sternchen, Konfetti, Luftschlangen oder Glitzer? Blubberblasen. Blubberblasen. Was magst du am liebsten? Orangen? Oder nichts davon? Erdbeeren, Blaubeeren! Alles, ich kann mich nicht entscheiden. Oder Brombeeren? Alles, ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Shoppen! Junge, okay. Ah ja, ich hab ein... Ich hab mir letztens neue Schuhe gekauft. Ey, war die schön. Nee. Also, shoppen, schlafen oder ausruhen, Party machen. Okay, da steht blub, immer was anderes. Oder was anderes. Schlafen und ausruhen. Klingt super. Bist du echt gern, hast du gemerkt. Ich habe gerade ein Haus gebaut. Okay, ich steh mal bitte auf und hüpf. Ich soll jetzt aufstehen und hüpfen? Ja. Okay, ich soll jetzt? Okay, einen Moment. Gleich am Anfang. Und wofür war das jetzt gut? Da steht, ich komme mir dabei schon doof vor. Nein, ich bin zu faul. Ja, mach ich. Nee, hab ich. Ich komme mir dabei schon ziemlich doof vor. Ich hab überlegt und dann, ja, lass uns hüpfen, dann ernsthaft, was soll das? Ich kam mir dabei ziemlich doof, muss ich sagen. Glaube ich dir. Okay, dann steht da. Okay, welche Haarfarbe hast du? So. Ich hab eine andere. Blond. Echt? Blond? Nicht braun? Nein, es ist blond. Es ist ein dunkles. Es ist ein dunkles. Ja, ich bin schon Anfang hellbraun. Keine Ahnung. Ja, ich bin also, so auch straßengüterblond. Ja, war ich auch und dann. Same here. Hier. Weiter zum Test. Also, was magst du am... Was sagst du am ehesten? Also, entweder blub. Bling. Habe Hunger. Yay. Oder ich sag normale Sachen. Also, ich neige dazu, blub zu sagen, aber das ist halt so eine Sache. Du meinst nicht diese Art von Blub? Ja, ich meine ich habe keinen Plan, was ich sonst schreiben soll. Blub. Ja, das genau. Kenne ich. Ja, das ist, also ich, sonst sage ich eher normale Sachen. Okay, also sage ich jetzt einfach Blub. Blubberblasengefasel. Hm, weißt du? Okay. Ich hab Blub gesagt, ja. Hm. Also,
ne? Angegeben. Ja, ja. Moment, ich muss eben was machen. So. Da. Was trägst du, was magst du lieber? Silber oder Gold? Hey, das ist doch kein Mädchentest, oder? Nein, das ist kein Mädchentest. Was ich lieber mag, Silber oder... Okay. Also da steht, beides. Gold. Kann mich nicht entscheiden, ist mir scheißegal. Silber oder eigentlich Silber, manchmal trage ich auch ein bisschen Gold. Also ja, nein, ich finde Silber irgendwie immer sympathischer als Gold. Weil Gold ist so Prollo-mäßig, weißt du? Deswegen, ich finde Silber eigentlich sympathischer als Gold, würde ich sagen. Also eher Silber. Okay, Silber. Außerdem schützt Silber vor Vampiren, muss man auch mal sagen. Ja, weil wir auch für die Vampire hier sind, ne Kai? Ja. Ja, natürlich. Du bist kein Vampir. Ich bin wahrscheinlich blasser als ihr beiden zusammen, aber ja. Moment. So. Ich kann so cool hechten. Was ist das hier? So, weiter. Welches Element passt zu dir? Ich will fragen, oh ja. Also, erstens, ich weiß es nicht. Zweitens, Wasser. Feuer, kann ich jetzt schon sagen. Pink! Oh, es gibt auch noch Pink. Ist nicht Pink. Element Pink? Element Pink? Dein Ernst? Ja, steht da. Element Pink. Kennst du das etwa nicht? Ja, nee, tut mir leid, irgendwie. Element Pink, ja, wie konnte ich das vergessen? Natürlich. Auch damals bei Avatar immer so. Genau. Feuernation. Dann gab es die Pink-Nation. Ne? Ja. Natürlich. Ja, der war nicht pink. Du musst das Pink bändigen können, ey. Ja, ja, man kann das Pink bändigen. Natürlich. Pink ist meine zweite Haut. Okay. Welchen Smiley findest du am süßesten? Okay, also entweder den Doppelpunkt groß T-Smiley. Doppelpunkt 3, kann ich jetzt schon sagen. Ja, der ist so süß. Ist ja auch der knuffig, das ist ja auch der knuffigste Smiley. Das ist ja auch so ein Zufriedenheits-Smiley. Ne? Ja, so ein Hamsterbacke. Halt. Ja, Hamster. Ja, den Doppelpunkt 3, ja, würde ich sagen. Okay, gut, sei froh, dass es ihn gibt. Also, letzte Frage. Tschüss! Ich denke auch, okay, tschüss. Was? Ja, tschüss, steht da. Und du, tschüss, ciao, bye, bis dann, auf Wiedersehen. Aber was ich sage? Ja. Tschüss. Ja, ja, was soll ich denn anderes sagen? Sag ich, Ciao, Baui, Bis zum nächsten Mal. Ich habe einen Friedhof gefunden, das gefällt mir nicht. Oh nein. Also, zu 45% sind sie. Also, erstens war die Frage, also der Test hieß, wie heißt du als Einhorn? Jawollo, ey. Ja, und zu 45% sind sie. Du bist ein lustiges, kleines, türkisfarbenes Einhorn, dessen Lieblingstiere Blubberblasen sind. Und der Name Lieblingstiere ist Blubberblasen. Ja. Und dein Name ist Bubble Baby Blueberry Heart Doppelpunkt 3. Alter, Bubble Baby Blue Bubble Blue Bubble Bumpf. Chili Chillo Millo, und ich hab den Skeleton King, glaube ich, gerade kaputt gemacht. Level up! Du hättest auch zu 18%. Oh Moment, ich wurde angeschrien. Ja, nee, ich hätte. Die ist nicht. Du wirst. Hallo, du bist jetzt hier. Oh, Loot, eine Kiste. Ja. Loot. Okay. Du hättest zu 18% auch. Du bist ein kleines, verrücktes, regenbogenfarbenes, mit Konfetti verziertes Einhorn. Du heißt Little Rainbow Disco Party Blubbel. Disco Party Blubbel. Ja. Klingt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Bester Name ever. Hier. Bereit für den nächsten Test? Oh Gott. Ja, ich hab grad FPS-Einbrüche gerade bei dem Spiel, warum auch immer. Das liegt alles an den Tests. Ah, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Oh, wir müssen das nochmal machen. Okay. Oh Gott. Also, ey. Okay, ich sollte vielleicht am Anfang sagen, was für ein Test das ist. Also, ich kann es ja auch, lass es lieber offen, dann kann ich so mir raten. So, weiß ich, kann ich so raten, ne? Das ist doch bestimmt so ein Test. Okay, also. Ey, würdest du ohne zu zögern im Freibad vom 10-Meter-Brett springen, ja oder nein? Nein. Das ohne zu zögern deiner... würde das, glaube ich, kaum jemand machen. Doch, ist doch nice. Doch. Ohne zu zögern, wenn du es noch nie gemacht hast? Ja. Was? Ich glaube, ich würde das noch machen. Ich glaube, ich würde da erstmal so stehen. Das Mädchen rückwärts runterfallen lassen? Nein, es ist ja nicht. Das heißt nicht, dass ich es nicht machen würde, aber ohne zu zögern würde ich es nicht machen. Also wirklich ohne zu zögern, ne? Muss man was sehen. Okay. Mann, das ist so eine tolle Frage. Ist es einer deiner sehnlichsten Wünsche, einmal Bungee-Jumping zu machen? Nein. Ja oder nein? Nein. Und nicht? Warum? Höhenangst? Warum? Ja. Echt? Ja. Ich habe wirklich extreme Höhenangst. Ich habe wirklich extreme Höhenangst. Also ich würde es auch gerne ändern. Also wenn du auf einer Treppe stehst, hast du dann Höhenangst? So eine Stufe? Nein, oder? Also so extrem und auch wieder nicht. Nicht? Okay, gut. Dann ist das noch nicht ganz so arg Höhenangst. Nein, das ist noch nicht ganz so schlimm. Gerade so Weichei- oder Draufgänger-Test. Nein. Oder doch, bestimmt auch Pussy-Test oder sowas. Okay, also. Bist du eine Pussy? Wie Pussy bist du, okay. Ja, also. Bist du schon einmal auf einem über 10 Meter hohen Baum zur Spitze geklettert? Ja oder nein? Ui, ich habe gar keine Ahnung, wie groß die Bäume damals waren, auf die ich geklettert bin. Ja, ich glaube, 10 Meter ist aber auch schon eine Menge. Ich glaube nicht 10 Meter, nein. Bist du schon einmal in mehr als 3 Meter kopfüber an einer Stange gehangen? Nein. Manchmal frage ich mich, warum man sowas tun sollte. Weil es Spaß macht. Ja. Das hätte schon mal gemacht. Ja. Das zählt nicht, wenn deine Eltern dich aufgehängt haben. Nein. Okay. Hast du schon mal in mehr als 3 Meter Höhe über einen dünnen Balken Ast balanciert? Mehr als 3 Meter Höhe? Ja. Nö, hab ich noch nie gemacht. Alter, woher soll man wissen, wie viel 3 Meter sind? So. Ja, 3 Meter, woher soll man das wissen? Noch nie mit dem Masterband, fragst du so dran, hast du 3 Meter. Oh, das macht Spaß. Bist du schon einmal einen Steinabgang absichtlich heruntergerollt? Heruntergerollt? Ja. Mit Fahrrad oder ohne? Runtergerollt, glaube ich, eher sowas wie dich gekugelt. So. Ja, also so auf die Seite gelegt und Fassrolle runter, ja. Ja, genau. Ja, das hab ich als Kind schon mal gemacht, ja. Okay, also ja. Wow, endlich mal ja. Okay. Ja, unglaublich, ne? Bist du schon mal ohne dich vorher abzukühlen in 15 Grad kaltes Wasser gesprungen? Ja. Okay. Warst du schon einmal auf dem Dach deines Hauses und bist bis zum Rand gelaufen? Nein. Hätte ich Anschluss von meinen Eltern bekommen, hätte ich das gemacht. Ey, was machst du da? Hallo, ich kann doch nicht einmal aufs Dach klettern. Da würden doch die ganzen Ziegel runterrollern, wenn ich das machen würde. Okay. Bist du schon einmal unter einem Boot, Felsen etc. durchgetaucht? Ja. Ist auch nicht sehr schwer. Ja, ich bin mal fast betrunken. Ja, das ist natürlich ein bisschen schlau dann. Ja, nee, im Schwimmbad, das war richtig bitter. Im Schwimmbad? Ja! Oh Mann, das war so peinlich. Ich war richtig klein und ich konnte gerade schwimmen. Und da waren halt Freunde von meinem Bruder noch da. Und mein Bruder ist halt älter als ich. Und die waren halt auch älter als ich und größer und halt Menschen. Und
dann hatten wir so eine Schaumstoffmatte oder so. Und ich war halt da drauf und dann bin ich halt da runtergerutscht und ich kam nicht mehr raus und dann bin ich fast ertrunken. Okay. Zum Glück ist das nicht passiert. Ich war auch schon ein paar Mal an der Salzstange erstickt. Okay, also. Weil du so unfähig bis zum Essen, oder wie kann man das wissen? Ja, so in der Art. Okay. Ja, ich schluck die immer. Also ich teile die. Also ich kau die nicht zu so einem hässlichen Brei, sondern. Ich hab da keine Ahnung, so 3 cm Stücke, keine Ahnung. Und die habe ich halt immer runtergeschluckt und irgendwann waren die halt zu groß und dann sind die mir im Rachen stecken geblieben. Und dann bin ich da rumgelaufen und ich hatte nichts zu trinken, so richtig vom Sterben. Und denke so, ja, ich sterbe jetzt wohl nicht an der Salzstange oder so, ne? Das ist mir schon 3-mal passiert. Echt? Fand ich lustig. Also, jetzt so im Nachhinein finde ich das lustig. Ja. Ich bin zwar fast gestorben, aber es war lustig. Ja. Okay, weiter. Hast du schon mal eine Schlange gehalten? Oh Gott, da muss ich überlegen. Griechenland. Ja, habe ich. Hast du schon mal einen riesigen, gefährlich aussehenden Hund gestreichelt? Ja. Oh. Ja, Hunde habe ich keine Angst vor. Hunde sind süß. Eben. Bist du schon mal ein... Versprochen. Bist du schon einmal schwarz gefahren? Natürlich nicht. Und das gehört sich natürlich auch nicht. Also ja, bin ich. Ja. Okay. Hast du schon einmal deinem Lehrer offen die Meinung gesagt und musstest dafür einen Strafaufsatz oder sowas schreiben? Ja oder nein? Ja, ich habe meinem Lehrer eben schon mal meine Meinung gesagt, aber nein, ich musste dafür keinen Strafaufsatz schreiben. Weil unsere Lehrer nicht so asozial waren. Dass ich dachte, nö, der sagt mir seine Meinung, ich gib ihm jetzt meine Strafarbeit, weil mir das nicht passt. Wir haben leider solche Lehrer. Ja, okay, kommt also ja immer ganz auf den Ton an, wenn die jetzt sagen, ey, du bist voll der Spasti, ne? Ja, natürlich. Und wenn du dann richtig nett so sagst, entschuldigen Sie, Herr Lehrer. Ja. Oh, Entschuldigung, Herr Lehrer. Darf ich meine Note aufbessern? Okay, also. Bist du schon einmal von 3 Meter hohen oder höheren auf den Boden oder eine Matte gesprungen? Auf eine Matte, ja. Okay. Ich bin ja nicht lebensmüde, da muss man ja auch mal so... Eine Matte ist ja auch sehr ungefährlich. Ja, so eine Weichbodenmatte. Also ich bin noch nicht an einer Matratze erstickt. Also könnte noch passieren, aber nein. Okay. Hast du schon einmal einen Seeigel in der Hand gehalten? Ja. Oh, die sind süß. Naja, nein, den Typen, den Seeigel habe ich gehasst, weil er mir vorher in den Fuß gestochen hat, also. Oh Mann. Also, beziehungsweise voll reingelatscht, deswegen. Oh, der Arme. Wie der Arme. Mein Fuß stand scheiße. Mein Fuß tat scheiße weh. Vor allem, der steckte dann ja noch drin. Den musste ich erst dann so zu meiner Mama gelaufen. Da war ich noch relativ jung. Bin ich zu meiner Mama gelaufen? Ja, beziehungsweise habe ich geschrien und meine Mutter ist zu mir gekommen, weil ich konnte nicht mehr laufen. Oh, armes Tico. Ja. Gibt's deinen Fuß jetzt? Meinem Fuß geht's jetzt wieder gut. Das ist aber auch schon zum Glück ein paar Jahre her. Ah, also so 2 oder so, als du noch ganz klein warst. Nein, nichts. So, als ich circa so 12 war oder so. Beim Urlaub. Oh. Wurde man mal quasi gestochen oder gebissen oder wie auch immer, wenn man das doch. Genesselt. Ja, das tut weh. Ja, das Leute, dass das weh tut. Ja, ich hab voll geholfen. Okay. Deswegen hasse ich Dänemark. So. Aha. Bist du schon einmal den ganzen Tag barfuß durch den Wald gelaufen, obwohl du wusstest, dass es dort Schlangen, Brennnesseln, Dorn etc. gibt? Wie lang nochmal jetzt genau? Einmal den ganzen Tag. Ja. Barfuß. Bestimmt schon mal. Also ja, in meiner Kindheit bin ich sehr oft im Wald gewesen. Ja,
barfuß. Den ganzen Tag. Ja, auch schon mal barfuß. Ja, okay, jetzt nicht. Wie definiert man den ganzen Tag? 24-7 war es dann nicht. Ne? Also, ja, halt 12 Stunden, halt einen halben Tag, würde ich sagen. Ja, solange. Nee. Halt, solange wie es halt hell war. Ja, das schon, aber dann halt nachmittags erst, ne? Also nach der Schule oder so. Also ja, okay, passt. Ja, halt ja. Sagen wir ja. Schon einmal ein Bild. Oh, richtig gutes Deutsch. Hast du schon einmal wildfremde Leute auf der Straße verarscht und es gefilmt? Nein. Gut. Finde ich gut. Du bist nicht so asozial wie Kai. Was? Was? Was soll das denn heißen? Wer schläft denn einfach so in meinem Bett, ja? Das war gemütlich. Na, trotzdem. Also, bist du schon einmal allein in eine Bar, Disco, Kino gegangen, obwohl du noch nicht alt genug warst? Nein, ich war noch nie allein in einer Bar oder in einem Kino. Ich habe Freunde. Wirklich? Ja, wirklich, man glaubt es kaum. Okay. So richtig? Okay, nein. Also, hast du dich schon einmal in Bikini oder Badehose oder wenigstens barfuß in den Schnee gelegt? In den Schnee, ja. Das ist auch lustig. Hast du schon einmal entweder komplett angezogen, aber ohne Regenjacke und Gummistiefel, oder im Badeanzug absichtlich in den... Was? Oder im Badeanzug absichtlich in den Regen hinausgelaufen? Ja, natürlich bin ich schon mal mit Dings komplett reingelatscht, ey. Hat man auch damals früher gemacht, gerade bei so Sommergewittern immer. Ist immer richtig schön. War es aber noch so schön warm und dann... Ach, das ist jetzt auch im Winter noch. Ja, im Winter. Ja. Im Winter läuft man durch den Regen, das ist... Ja. Und es kommt ganz auf den Pegel drauf. Wenn man besoffen ist, macht man das auch immer gerne. Komplett nüchtern. Kai ist auch nicht. Erzähl doch nichts. Hey, ich trinke nichts. Du für einen Menschen ist mein Spaß. Okay. Bist du schon einmal in einem wilden Bach von Stein zu Stein gesprungen? Ja. Natürlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein Kindheitstest ist. Hattest du eine gute Kindheit oder so? Auflösung erst am Ende. Also, hast du schon einmal von 3 Meter oder höher einen Kopfler gemacht? Einen Kopfsprung, ja. Habe ich. Ich bin voller Draufgänger, ey. Richtig krass. Das schon. Ja, ne? Am Anfang der ganze Zeit, nein. Ja, jetzt, am Anfang konnte ich ja damals, das war ja auch lebensmüde Sachen, die da so auf den 10 Meter hohen Baum bis zur Spitze, ja, genau. Ja, ich wurde angeschrieben, so. Also, hast du dir schon... Warte, jetzt wird das... Hast du dich schon einmal mit deinen Freunden geschlagen, ohne zu schreien? Ob ich mich mit meinen Freunden geschlagen habe, ohne zu schreien? Ja. Ich habe mich noch nie mit meinen Freunden geschlagen. Weil sonst wären es ja nicht meine Freunde, oder? Nee, dann steht da so, es gibt da so sinnlose Spiele wie Hau drauf. Also ich finde das nicht sinnlos. Sinnlose Spiele wie Hau drauf. Ja, also ich finde das jetzt nicht sinnlos, aber da steht das so sinnlos. Also ich habe noch nie, wie definiert man sich mit seinen Freunden geschlagen, ne? Aus einer Sache. Ja, halt so aus Spaß, würde ich sagen. Ja, rangeln ja, aber schlagen nein. Also, ich sag jetzt mal ja. Also, ich habe quasi noch nie dabei geschrien. Wo er die anderen hat. Ja. Wir sind friedliche Leute. Was soll das denn heißen, bitte? Nichts. War nur Spaß. Also ich muss sagen, Kai ist ein richtig, richtiger Badass. Mhm. Natürlich. Also vor dem muss man echt eine krasse Angst haben. Das ist wirklich richtig arsch, das ist richtig schlimm. Ja, du kannst jetzt weitermachen. Ja. Was Fragen sind es denn noch? Nicht mehr viele. 3. Also, hast du schon einmal ganz entspannt einen mega gruseligen Horrorfilm angeschaut? Ja. Weil naja, was ist mega gruselig? Das ist auch so eine Interpretationssache, ne? Ah, keine Ahnung.
Oh mein Gott, wo sie spielt. Oh, ich sag nix. So. Also. Bist du schon einmal auf dem Jahrmarkt mit einem der verrücktesten und extremen Sachen gefahren, die sich die meisten deiner Freunde noch nicht getraut haben? Nein. Meine Freunde haben sich immer alles eigentlich getraut und für manche Achterbahnen war ich zu groß. Oh, das ist bitter. Kann man nicht ändern. Bestimmt. Das tut mir jetzt leid. Ach, so schlimm ist das nicht. Doch. Doch ist es. Oh. Armes Mensch. Ja. Ja, also weiter. letzte Frage. Nee. Mensch. So. So. Etwas total Verrücktes und Draufgängerisches gemacht, was nicht im Test steht. Ob ich jetzt irgendwas gemacht habe, was da nicht in dem Test steht? Ja, irgendetwas Draufgängerisches. Ich habe mal einem kleinen Jungen den Lolli geklaut. Nein, ich habe keine Ahnung. Oh, gefährlich. Ja, was ist draufgängerisch? Das ist auch immer so eine Sache. Manche Sachen hat man ja nicht freiwillig gemacht. Ich wurde zum Beispiel schon mal vom Bus angefahren, aber das ist ja auch nicht eher freiwillig. Ach doch, ich schmeiß mich immer da gerne. Ist ja nicht so, als hätte ich mich auf den Bus, vor den Bus extra gestellt, als er angefahren kam. Oh Bus, ich will dich umarmen. Ich mag Büsse. Busse, nicht Büsse. 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 Ja, dann also nein. Einfach nein. Ja, einfach nein. Okay. Also, okay, was glaubst du, was war das für ein Test? Ja, wie gesagt, ob ich so ein Weichei bin oder halt so ein Draufgänger. Ja, also bist du ein echter Draufgänger? Und dann steht da, ja, du bist auf dem besten Weg, ein echter Draufgänger zu werden. Naja, weil man das auch unbedingt sein muss. Oh. Total. Scheiß auf Vernunft, einfach nur Draufgänger sein ist das Wichtigste. Yay. Ja. Oh, ich meine, es gibt ja nichts Besseres auf der Welt. Okay, ich find's ganz lustig. Hm. Aber bevor wir den nächsten Test anfangen, machen wir Schluss für diesen Part. Und machen dann beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ja, kannst du sagen. Kai sagt Tschüss. Was? Tschüss? Sag Tschüss. Was? Was? Was heißt Tschüss? Warum? Lisa sagt Tschüss. Tschüss. Dann sag ich auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.